Hallo ihr Lieben, magst du Fastfood? Magst du asiatisches Essen? Wenn ja, dann bist du heute hier richtig. Vielleicht hast du schon was von Hotpot gehört. Es ist so eine Art wie Brühefondue, wo man Fleisch, Gemüse, Tofu, Pilze, Nudeln, also fast eigentlich alles reintun kann. Aber halt! Wir wollen doch heute was über Fastfood erzählen. Ihr kennt wahrscheinlich Instant Noodle, aber kennt ihr auch Instant Hotpot? Es ist in der letzten Zeit in China sehr populär geworden und dank des Internets kann ich es auch jetzt in Deutschland probieren. Schau mal, was ich im Netz bestellt habe. Instant Hotpot. Angeblich braucht man den Topf gar nicht erhitzen, aber Hotpot kalt essen? Nein, nein, nein. Der Topf kann sich selber erhitzen. Du glaubst es nicht? Ich auch nicht so. Lass uns es zusammen probieren. Lass uns aber vorsichtig sein. Hier steht Verbrennungsgefahr. So, was versteckt sich da drinnen? Einmal Glasnudel aus Bohnen. Einmal Beef, also Rindfleisch. Einmal Tomatensauce. Und dann natürlich gehört Gemüse auch dazu. Das ist nicht zu essen, das ist dieser Heating Bag. Nach der Anleitung tue ich die vier Beutel in die weiße Schale rein, und zwar nach der Reihenfolge. Zuerst die Tomatensauce. Dann das Gemüse. Was sehe ich hier? Lotus und sowas wie Seitan. Und auch ein paar Scheiben Kartoffeln. Jetzt kommt die Nummer 3, Rindfleisch. Das Stückchen ist ziemlich groß. Also sieht schon lecker aus. Nun ist die Nummer 4, Glasnudeln aus Bohnen. Ich gieße jetzt Wasser rein. Bis zu dem gekennzeichneten Linie. Nun packe ich dieses Heizkissen aus. So, nochmal Wasser eingießen. Dann tue ich dieses Heizkissen rein. Darauf kommt unsere Essensschale. Man muss ein bisschen schneller sein, weil es wird langsam heiß. Der Deckel muss man richtig zumachen. Für heute. Wenn du mehr über China, über die Kultur oder das Essen noch wissen möchtest, schreib mir einfach. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare
euer Likens und bis zum nächsten Mal.